Ein besonderes Spiel erfordert eine besondere Vorbereitung. Die heißt für Christian Lell und Andreas Ottel Basketball. Zwar nicht unbedingt im Originalmaßstab, doch leichter macht das die Sache auch nicht. Am Samstag geht's für die beiden Hertha-Profis in München gegen ihren Ex-Club. Da ist das lockere Werfen auf den Korb ein geeignetes Mittel gegen die Anspannung. Dass Fußballer als Basketballer oft gar keine so schlechte Figur abgeben, hat zuletzt auch Bastian Schweinsteiger unter Beweis gestellt. Der ehemalige Mannschaftskollege von Lell und Ottel zeigte, was er mit der etwas größeren Kugel alles drauf hat. Und das brachte die Ex-Bayern zum Staunen. Denn Schweini konnte es nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Fuß. Der Kick von der Dreierlinie in den Korb, für Lell und Ottel ein billiger Trick. Aber Schweini habe ich gesehen, er hat getroffen mit einem Fuß von der Dreierlinie. Hast du gesehen? Ja. Das war aber fake, glaube ich. Scheiße. Alles nur gefaked? Das sieht der Kunstschütze natürlich anders. War kein Fake, aber wenn der Ottel will, kann das gerne probieren. Gesagt, getan. Der Kick in den Korb, Christian Lell à la Bastian Schweinsteiger. Ja! Unglaublich! Das gibt's doch nicht! Okay, ganz so einfach war's dann doch nicht. Sorry, Christian und Andi, aber aus Respekt vor Schweinis Kunsttreffer müssen wir auflösen, wie es sich wirklich zugetragen hat. Ich hab ne Idee, also. So, jetzt Schnitt, Schnitt. So, und jetzt hier wieder. Jetzt kommt er reingeflogen. Ja! Tja, wer hat jetzt hier gefaked? Fazit, mit den Händen war's nicht schlecht, geht's um den Kick, heißt der Sieger aber ganz klar Schweinsteiger. Kleiner Trost für Lell und Ottel, am Samstag in der Allianz Arena wird das Ziel ein bisschen größer sein. So, Dankeschön. Hast du Schluss? Ja, ja.